Dann hallo zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Hinrundenabschluss und dem morgigen Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg um 13 Uhr. Ich begrüße dazu ganz herzlich an meiner Seite unseren Cheftrainer Frank Schmidt. Und Frank, vor dem Spiel morgen und in der englischen Woche nach dem Spiel am Mittwoch, wie sieht es personell aus? Personell sieht es gut aus. Lediglich Marion Busch hat ja einen Pferdekuss bekommen, aber ich denke, das sollte man auch hinbekommen. Und deswegen erwarte ich da jetzt keine großen Änderungen. Vielen Dank. Und eure Fragen zum Spiel morgen. Thomas Jentscher, Heidenheimer Zeitung, macht den Anfang, bitte. Jetzt geht eine intensive und sehr erfolgreiche Hinrunde zu Ende. Ich nehme an, euer Motto lautet wahrscheinlich die letzten Körner reinhauen jetzt im Spiel gegen Regensburg. Wie in jedem Spiel auch. Und wie seht ihr diesen Abschluss jetzt der Hinrunde? Pragmatisch. Das ist jetzt das letzte Spiel in der Vorrunde auch in diesem Jahr, und das wollen wir positiv gestalten, am besten gewinnen. Und ja, denken da jetzt gar nicht so viel drüber nach. Englische Woche, dass es Kraft gekostet hat, weil je mehr man drüber nachdenkt und sich das einredet, dann ist es auch so. Von daher wollen wir einfach weitermachen wie die letzten Spiele auch. Das war nicht nur erfolgreich, das war extrem leidenschaftlich in allen Spielen. Und auch, wir haben viele Tore jetzt gemacht in der englischen Woche, 7 Stück. Das ist sicherlich auch herausragend. Also ich bin sehr zufrieden, wie die Mannschaft sich insgesamt in der ganzen Vorrunde präsentiert hat. Vielleicht 2, 3 Halbzeiten, wo wir es nicht geschafft haben, an unser Limit zu kommen. Und ansonsten waren wir extrem fleißig und mit sehr, sehr viel Biss. Timo Lemmer hat eine Nachrichten, bitte. Wie schätzt ihr die Regensburger ein? Auf was müsst ihr gefasst sein? Genau das Gleiche wie die letzten Jahre auch. Eine Mannschaft, die sehr intensiv Fußball spielt, viel auf zweite Bälle geht, viele Spieler im Zentrum hat, die Außenbahnen für die Außenverteidiger immer offen hält, sehr gut im Gegenpressing ist, gutes Umschaltspiel. Das hat man auch beim Auswärtsspiel beim HSV gesehen. Ich finde, sie haben ein gutes Spiel gemacht. Und ein HSV kannst du natürlich nicht ständig von dem Tor weghaben. Im Endeffekt ein Ball mit der Hacke hat dann das 2-1 eingeläutet beim HSV. Ich glaube, wenn sie die Phase noch ein bisschen länger überstanden hätten, hätten sie da auch was mitnehmen können. Also gegen Regensburg musst du definitiv noch mal ans Limit kommen, weil sie immer bereit sind. Viel Intensität, viel Zweikampfverhalten. Es ist eine Mannschaft, glaube ich, auch mit den meisten Foulspielern. Das zeigt einfach, dass sie sich für nichts zu schade sind, sondern auch gut dagegenhalten. Und wenn man die Ergebnisse nimmt, dann ist es natürlich ein bisschen schwankend. Sie haben jetzt 2x3-0 zu Hause verloren gegen Rostock, Düsseldorf, gegen HSV 3 Gegentore bekommen. Dazwischen gewinnen sie aber in Kaiserslautern 3-0. Deswegen wird es nochmal eine spannende Aufgabe mit offenem Ausgang. Ich glaube, man muss sich einfach mal bewusst machen, dass jedes Spiel schwer ist, letztendlich für sich zu entscheiden. Und trotzdem haben wir es geschafft, in den meisten Spielen das auf unsere Seite zu ziehen und gut zu punkten. Thomas, oder Ralf Herrmann, Radio 7, bitte. Du hast gerade angesprochen, die Tore, die ihr jetzt geschossen habt in der englischen Woche, 7 Tore. Was war da für dich die Hauptursache? Habt ihr da in der Spielweise was geändert oder war es jetzt einfach eine bessere Chancenverwertung? Oder was war ausschlaggebend, dass es jetzt zuletzt geklappt hat? Ja, du musst immer effektiv sein, musst deine Torchancen nutzen. Wir hatten in jedem Spiel unsere Möglichkeiten. Mittlerweile haben wir, glaube ich, auch die drittmeisten Tore geschossen. Das hat jetzt ja nicht nur mit den letzten 2 Spielen zu tun, sondern da müssen wir da vorher auch insgesamt gut getroffen haben. Ganz einfach, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, wir spielen eine sehr gute Vorrunde. Haben wenig Spiele verloren, haben zwischendurch mal ein paar Unentschieden gehabt, wo vielleicht diese Effektivität, der Lucky Punch dann zum Schluss, wie in Karlsruhe, natürlich ärgerlich zu Hause gegen Kaiserslautern, wo wir es nicht geschafft haben, das Spiel für uns zu entscheiden. Aber es gab auch andere Spiele, wo wir dann am Schluss das letzte Wort gehabt haben. Und deswegen, ja, jetzt in der Woche, gerade gegen Paderborn, haben wir sehr zielstrebig schnell nach vorne gespielt, haben den Ball auch teilweise gut laufen lassen. Wir haben in Magdeburg 10-mal aus der Box abgeschlossen. Wir haben jetzt gegen Paderborn 10-mal uns reinkombiniert in den 16er und haben den Abschluss gehabt. Jetzt haben wir 4 Tore gemacht, haben noch mal einmal Pech gehabt bei der Abseitsentscheidung gegen Tim, wo er leider mit dem Oberkörper knapp im Abseits steht. Also ja, es läuft und schön, wenn es morgen weiterläuft. Thomas Jentscher, Heidenheimer Zeitung, bitte. Du hast angesprochen, Regensburg etwas schwankend. Die hatten mal 6 Spiele ohne Sieg, ohne ein Tor, haben aber an ihrem Trainer festgehalten, haben sich wieder berappelt. Ist das eigentlich auch so eine Mannschaft mit Tugenden, wie ihr sie habt?
Ja, definitiv. Eine Mannschaft, die überwiegend aus der mannschaftlichen Geschlossenheit auch rauskommt, wo jeder bereit ist, für die Mannschaft alles zu geben. Wenn man da einen Vergleich ziehen will, dann passt der. Fabian Matschke, Radio Thun zunächst, bitte. Frage nach dem Spiel. Geht es ja in eine extrem lange Winter- und Weltmeisterschaftspause. Wie schafft es ihr, euch in dieser Pause am Start zu halten? Also wie haltet ihr den Druck hoch? Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht eine andere Herausforderung ist, wie jetzt eine normale Winterpause, in Anführungszeichen. Also ich wüsste jetzt nicht, warum man in so eine lange Pause geht und den Druck hochhalten will. Das haben wir jetzt geschafft, wie vielleicht keine andere Mannschaft in jedem Spiel. Die Pause im Sommer, die war auch relativ kurz, sag ich mal, die kürzeste, was so eine Sommerpause zu bieten hat im Vergleich zu den letzten Jahren. Und für uns geht es eher mal wieder, den Akku aufzuladen, auch insbesondere für die Spieler, vielleicht im Trainerteam mehr für den Kopf, weil es natürlich anstrengend war. Und man darf nicht vergessen, die Hinrunde ist beendet Mitte November. Das heißt, wir hatten viele Spiele, wenig Möglichkeiten, auch mal durchzuschnaufen, zu regenerieren. Deswegen geht es jetzt nicht darum, den Druck hochzuhalten, sondern in Etappen zu denken. Erstmal eine Mischung, die ersten dreieinhalb Wochen aus auch Urlaub und Heimtraining, so nennen wir das. Dann kommen wir ja wieder und wollen natürlich dafür sorgen, dass jetzt, sag ich mal, das Level nicht zu weit absinkt, indem wir nochmal knapp zwei Wochen trainieren, drei Testspiele haben, dann nochmal eine Weihnachtspause gehen und dann nochmal vier Wochen Zeit haben, eine Vorbereitung zu haben und dann gegen Rostock wieder druckvoll Fußball zu spielen. Okay, und vielleicht noch ein paar Worte zur Weltmeisterschaft. Also ich habe den Eindruck, selten hat eine WM im Vorfeld schon so für hitzige Diskussionen gesorgt. Wie schaut ein Profitrainer wie du auf diese WM in Katar? Ehrlich gesagt habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, dass ich jetzt schnell eine Antwort parat habe. Ich weiß, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, die kann man auch haben. Grundsätzlich ist eine Weltmeisterschaft ein Fußballfest, ein besonderes Ereignis, seit ich denken kann. Alle vier Jahre eine Weltmeisterschaft, ein absolutes Highlight. Wenn man die politischen Rahmenbedingungen nimmt, dann passt es nicht zusammen. Brauchen wir nicht drüber reden. Das hat man jetzt auch wieder kurzfristig gesehen, weil es einfach in der Welt auch Denkweisen gibt, die man nicht ganz so nachvollziehen, die man gar nicht nachvollziehen kann. Und trotz allem bin ich der Meinung, wenn gespielt wird, dann natürlich schaut man auf Sportliche und sollte man das auch im Vordergrund stellen, ohne die Rahmenbedingungen auszublenden. Aber ich bin nicht derjenige, der dafür da ist, das ganz groß zu bewerten und wo es dann maßgeblich ist, was ich denke. Unabhängig davon, ich habe es im Vorfeld schon gesagt, ob man jetzt die Weltmeisterschaft gut oder schlecht findet, aus rein sportlicher Sicht für uns, auch was jetzt die Pause betrifft, sind wir froh, dass wir mal außer der Reihe mal die Möglichkeit haben, einfach zu regenerieren, einfach mal eine Pause zu haben, eine längere Pause zu haben, wo es auch die Möglichkeit gibt, auch mal nicht an Fußball zu denken. Ob mir das dann gelingt an der Weltmeisterschaft, das weiß ich noch nicht. Ich lasse die Dinge auf mich zukommen. Timo Lemmer hat eine Nachricht nochmal, bitte. Switche ich jetzt die Frage nochmal um, weil du jetzt gerade von der Pause auch geredet hast. Ist es nicht ärgerlich, gerade jetzt, wo ihr so einen Run habt, dann in die Pause gehen zu müssen? Ich meine, es läuft ja richtig gut bei euch. Überhaupt nicht, weil die Dinge sind so, wie sie sind. Und wer mich kennt, man muss das pragmatisch sehen. Wir können es ja nicht ändern. Ich sehe es eher positiv, weil ich glaube, wenn man sieht, was die Mannschaft jetzt investiert hat, die letzten Wochen und Monate, das ist Wahnsinn. Und in jedem Spiel fightet sie um die Punkte. Wie gesagt, bis auf bei Union Berlin, wo wir keine Chance hatten, weil wir natürlich auch früh in Rückstand waren, weil wir zu dem Zeitpunkt dem Tabellenführer der Bundesliga getroffen sind mit unheimlich viel Selbstvertrauen und zu Hause nahezu unschlagbar. Wir haben in Kiel eine schlechte zweite Halbzeit gespielt, wo aber dann auch damit zu tun gehabt hat, dass Kiel einfach gut gespielt hat. Und deswegen nochmal, wir haben fast in jedem Spiel am Limit agiert, deswegen haben wir auch so viele Punkte. Nochmal bitte. Jetzt die eigentliche Frage, die ich gerade stellen wollte. Ihr spielt die beste Runde seit der zweiten Liga, seit ihr in der zweiten Liga seid. 30 Punkte habt ihr jetzt schon. Was muss denn noch passieren, dass vielleicht auch, dass man das bei den Zuschauern sieht? Ich meine, jetzt letzte Woche war Paderborn Topspiel, Dritter gegen Vierter, Vierter gegen Dritter. Danach seid ihr Dritter. In Sandhausen waren es jetzt nur 3.000 Zuschauer. Fehlt da vielleicht auch von außen irgendwie was? Du hast gerade im Nebensatz ja gesagt, falls es jemand noch nicht mitbekommen hat. Ja, ich glaube, unser Problem ist ein bisschen, dass man Gutes tut, aber nicht so richtig darüber spricht. Und das würde, glaube ich, wenn man mal überlegt, wie schwer es ist, als erster FC Heidenheim nach einer Hinrunde auf Platz 3 zu spielen. Und ich glaube, das wird uns mutmaßlich gelingen. Dann
kann man das jetzt, ich meine, es gibt Wichtigeres auf der Welt, keine Frage, aber wenn man das bewertet, was wir machen, in welchem Umfeld wir uns bewegen, welche Mannschaften hinter uns stehen und ganz andere ambitionierte Ziele haben, vielleicht auch haben müssen, dann glaube ich, wird viel zu wenig drüber nachgedacht, was dazugehört und was dazu bedarf, eben dann als erster FC Heidenheim in so eine Position wiederholt mal wieder zu gehen. Ich habe es ja in der Vergangenheit öfters gesagt, so diese Selbstverständlichkeit, man hat immer das Gefühl, man sucht immer das Haar in der Suppe, obwohl das eigentlich mein Job wäre, das Haar in der Suppe zu suchen mit der Mannschaft, dann ja, war jetzt ja auch, jetzt führen wir 3-0, 4-1 und dann geraten wir nochmal unter Druck. Das ist das beste Beispiel, das Spiel in Sandhausen. Und dann wird darüber gesprochen und geschrieben, dass der Biss teilweise gefehlt hat. Da muss ich sagen, da bin ich nahezu fassungslos, weil wenn man sieht, wir sind 8 Kilometer mehr gelaufen, 50 mehr Sprints wie Sandhausen und die kämpfen um die Existenz, dann zeigt das einfach, dass es alles immer so, wenn es was Negatives gibt, dann wird es ausgeschlachtet und wenn man mal überlegt, was es dazu bedarf, um überhaupt so erfolgreich zu sein, um 30 Punkte zu haben und die Vorrunde ist noch nicht mal vorbei, das dann auch mal zu bewerten und mal in sich zu gehen und mal überlegen, was, das ist ja eigentlich Wahnsinn und darüber auch zu sprechen, und das dann umzumünzen und zu sagen, dann hat die Mannschaft es auch verdient, die Unterstützung zu bekommen. Ich finde, das war schon ein kleiner Fortschritt. Im letzten Heimspiel, da hat man knapp 10.000 und ich rechne morgen über 10.000. Wait and see. Timo Lemmert nochmal, bitte. Kann ich mich von freisprechen übrigens, das habe ich nicht geschrieben, das weiß ich. War das vielleicht so eine Art, ihr seid als Tabellendritter nach Sandhausen gefahren, war das vielleicht dann auch so ein Stück weit, könnte man es vielleicht auch Reifeprüfung nennen, dass ihr eben nicht, könnt ihr mir vorstellen, in den vergangenen Jahren, wir sind jetzt schon lange zusammen hier, wärt ihr mit einem Punkt nach Hause gefahren, jetzt aber nicht. Also ganz ehrlich, eine Reifeprüfung hast du in jedem Spiel in der zweiten Liga. Unabhängig davon, ob du ganz vorne in der Tabelle stehst oder ganz unten. Nehmen wir das Spiel gestern Darmstadt in Magdeburg. Wir wissen ja, wie schwer das ist, in Magdeburg zuletzt gegen einen Aufsteiger. In jedem Spiel, das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Du musst in jedem Spiel musst du versuchen, das Maximale rauszupressen in dieser Liga. Ich glaube, dass wir das schaffen. Wiederholt. Jahr für Jahr. Ich glaube aber, dass wir gerade fußballerisch uns weiterentwickelt haben. Wenn man sieht, gegen so eine Mannschaft wie gegen Paderborn dafür zu sorgen, dass die nicht einmal aufs Tor schießen und wir genügend Chancen gehabt haben, um uns das 3-0 auch zu verdienen. Und da gibt es viele andere Beispiele. Vielleicht als Schlüsselereignis, obwohl wir jetzt viel zu viel schon wieder im Fazit sind und das Ganze bewerten, war das Spiel in Nürnberg. Da haben wir umgestellt, da haben wir die Taktik geändert und seitdem ja, hat sich eine Mannschaft auch eingespielt. Spielen wir guten Fußball, verteidigen auch insgesamt sehr gut. Das haben wir durchgezogen. Die Mannschaft, auch die Spieler, die hinten dran sind, die möchten natürlich mehr spielen. Und trotzdem haben sie die Mannschaft unterstützt und dafür gesorgt, dass die Spieler ihre Leistung bringen können. Und deswegen glaube ich, so das Fazit, dass die Mannschaft einfach zusammenhält und bereit ist, Woche für Woche jeder Einzelne seinen Job zu machen. Egal, ob das jetzt in der ersten Elf ist oder hinten dran mit einer Faust in der Tasche, wo man gerne mehr spielen möchte. Aber man sieht, dass die anderen das gut machen. Das zeichnet uns aus. Ich kann es nur noch mal betonen, nochmal allein von den Daten, aber das kann man einfach nicht wegdiskutieren, was wir bereit waren zu investieren, was wir jedes Jahr machen. Und dann noch dazu, dass wir insgesamt gut verteidigt haben, vor allen Dingen auch, wie gesagt, in den meisten Fällen auch gut Fußball gespielt haben. Geschenkt bekommt man das nicht, nach einer Vorrunde so eine gute Ausgangsposition für die Rückrunde zu haben. Und da kann man sich sicher sein, dass wir uns darauf nicht ausruhen werden. Nochmal Team Limit, bitte. Du hast gerade gesagt, du bist der Einzige, der überhaupt das Haar in der Suppe finden dürfte oder suchen dürfte. Gibt es das überhaupt in dieser Vorrunde? Na klar, es gibt genügend Dinge, die wir noch besser machen können und das zeigen wir der Mannschaft jedes Mal nach jedem Spiel in einer Videoanalyse, diesmal nicht, weil wir einfach gesagt haben, wir haben 3 Punkte geholt, zu Hause gegen auswärts in Sandhausen und wir haben wenig Zeit für das letzte Spiel, dann gegen Regensburg, da haben wir uns eher mit dem Gegner seither beschäftigt, als jetzt nochmal groß in die Analyse zu gehen und in jedem Spiel gibt es Dinge, die man einfach besser machen kann, keine Frage, das war jetzt in Sandhausen der Fall, in vielen anderen Spielen auch, aber definitiv überwiegt das Positive, wie wir uns entwickelt haben in einer Saison, wie wir gepunktet haben, wie schwer es war, gegen uns zu gewinnen. Das sind einfach Dinge, die richtig gut sind und die dafür sorgen, dass in dieser engen Liga diese paar Prozentpunkte auf unsere Seite gesprungen sind. Und das musst du, ich kann es nur noch mal sagen, das wird man morgen schon wieder sehen, in jedem Spiel dir neu erarbeiten. Und natürlich mit jedem Erfolg wächst auch das Selbstvertrauen. Aber
Intern gibt es genügend Dinge, die wir ansprechen, die wir besser machen können, vor allen Dingen, die wir uns vorher vornehmen, die wir auch als Plan ausgeben und wo es dann immer Dinge gibt, die man natürlich besser machen kann. Aber wichtig ist, dass die Basis stimmt, dass du ja, am Ende von einem Spiel vielleicht ein paar Prozentpunkte besser bist als der Gegner, um dann auch die Spiele zu gewinnen. Und gerade zu Hause ist es uns in Form von Siegen sehr gut gelungen. Und auswärts, glaube ich, haben wir auch eine richtig gute Auswärtsbilanz, vor allen Dingen auch im Vergleich der letzten Jahre. Aber ich möchte auch nicht so viel vergleichen. Es ist einfach eine gute Saison bis jetzt. Und ja, unser Anspruch ist, da einfach weiterzumachen, in jedes Spiel reinzugehen, um die drei Punkte zu kämpfen, den Anspruch zu haben, in jedem Spiel gewinnen zu können. Und manchmal gelingt es uns oder meistens gelingt es uns und manchmal eben nicht. Und diese Denke, diese Herangehensweise wollen wir auch ins neue Jahr mitnehmen.